Alter, was geht ab, Leute? TBT hier. Heute mit einer Diskussion. Und zwar ist ja jetzt seit einer gewissen Zeit DN ohne Bilder. Und wir werden ja heute ein bisschen drüber quatschen, wie die Jungs das so finden und mal schauen. Also ich habe seitdem her auf Tour Network nichts mehr gespielt. Ich habe es einmal versucht. Es ist echt nicht dasselbe. Ich bin jetzt auf Death Pro übergegangen. Auch obwohl da jetzt ein paar Rulings bzw. ein paar Sachen falsch sind, bleibe ich trotzdem bei Death Pro. Dual Network ist echt tot für mich, ja, echt schlecht. Ich weiß nicht, ob sie das noch hinkriegen oder nicht, ja, aber es ist nicht mehr dasselbe, ja, mit schwarzen Bildern, also mit schwarzen Karten ist einfach nur Scheiße, oder? Also da muss ich Tati recht geben. Ich muss auch sagen, das ist sehr schwierig, vor allem auch, wenn man neue Karten spielt, neue Decks, die man nicht kennt. Weil, ich sag mal, die meisten haben sich auf die Bilder eher konzentriert, als auf die Kartentexte. Dann, sag ich mal, wenn man jetzt Dueling Network gespielt hat, muss man sich erstmal, sag ich mal, vielleicht umschulen für Death Pro. Und da weiß man natürlich auch nicht, was da passiert. Da kann es natürlich auch sein, dass vielleicht die Bilder wegkommen. Und ja, also ich finde das wirklich sehr schade, weil das auf jeden Fall eine gute Idee war, mit Dueling Network online zu spielen. Und muss man abwarten. Also wenn die Bilder wirklich nicht zurückkommen, weiß ich nicht, ob dann Dueling Network, also dann wird auf jeden Fall, wird das von den Benutzern her sehr zurückgehen. Ne? Also ich freue mich, dass die Bilder weg sind und jetzt sage ich euch auch warum. Ich war schon immer ein DevPro-Fan, weil da geht alles viel schneller, keine Rulings-Fragen, kein Warten. Du kannst in kürzester Zeit so viele Matches machen. Problem war bei DevPro, die ganzen krassen Spieler, halt gute Spieler, die waren alle auf Dueling Network. Jetzt, da die Bilder da weg sind, ist es wirklich tot. Das kann man nicht mehr spielen. Du schaust deinen Friedhof an, du verstehst gar nichts. Und jetzt werden alle guten Spieler auf DevPro sein. Und jetzt hat DevPro nur noch Vorteile eigentlich. Deswegen ist es gut, dass die Bilder weg sind. Ich weiß schon jetzt einen Nachteil. Was? Wenn du mit... Ein Nachteil bei DevPro ist, wenn du mit Dante Mills 3, dann siehst du die mittlere Karte nicht. Natürlich sieht man die. Du klickst auf deinen Friedhof, dann siehst du die Karte. Du musst Effekt aktivieren, dann kannst du nicht mehr draufklicken. Genau. Die fragt dich dann, ob du Effekt aktivieren willst von dem Monster, das du gemillt hast, dann kannst du deinen Friedhof nicht mehr anklicken. Aber man kann doch die Geschwindigkeit vom Millen und so einstellen, oder nicht? Kann man das. Also wenn es so dumme Sachen gibt, dann... Ich hab auch noch ein paar. Also das ist ein Nachteil. Also eindeutig. Nachteil, den ich gemerkt habe. Ja, okay, das stimmt schon. Ich hab auch noch einen. Es ist natürlich nicht perfekt, aber ja, das wäre traurig. Ich habe auch noch einen Nachteil bei Death Pro. Und zwar geht es auch um Tinken und Emergency Teleport. Und zwar wenn du, es ist ja immer meistens so der Play gewesen, du setzt deine Karten, dann gehst du auf Endphase und dann kannst du Teleport aktivieren. Dann kommt Tinken aus dem Deck und normalerweise kannst du dann einen Effekt aktivieren und halt deine Plays machen. Auf Death Pro geht es nicht. Und zwar wird dann, wenn du Teleport aktivierst in Endphase, da kommt Tinken und dann wird der gleich gebanished und ist die Endphase vorbei. Ja, du kannst den Play mit Tinker nicht machen. Noch dazu muss ich... Einstellung. Nein. Doch. Ich hab schon alles geändert. Ich habe auch auf Ding geändert, die Ketten selber. Die Ketten habe ich alles gemacht. Das geht nicht. Ja, es geht hundertprozentig nicht. Noch dazu gibt es bei vielen Karten, die mehrere Effekte aktivieren können, immer ein Fragezeichen. Ja, da weiß man zum Beispiel auch nie, welchen Effekt man gerade aktiviert. Ja, ist mir auch aufgefallen. Zum Beispiel jetzt auch bei Cosmo. Zum Beispiel steht dann auch Tinken, Fragezeichen, Fragezeichen, dann kannst du nach rechts gehen, dann gibt es halt den anderen Effekt, auch mit Fragezeichen, Fragezeichen. Ja? Und das ist meistens auch dann immer so ein bisschen beirrend. Ja? Aber dazu muss ich auch noch sagen, dass ich denke auch, dass jetzt alle auf Death Pro rübergehen, ist klar, weil einfach der Mensch an sich auf Bilder fixiert ist. Ja? Und jetzt momentan geht es doch klar mit den alten Karten, mit den alten, da kennt man die meisten Karten auswendig, ah, es spielt einer Dante aus, da weiß man ganz genau, was für einen Kartentext er hat oder irgendwas, ja. Aber es kommen immer wieder neue Karten raus und wenn man die Karten nicht kennt, vom Bild her, dann hat man den Effekt einfach nicht im Kopf, ja. Das heißt, man muss immer wieder nachlesen und deswegen denke ich einfach, dass Dual Network tot ist und nicht gespielt wird und ich hoffe, dass sie das bei Death Pro ändern, also diese paar kleinen Macken. Und ansonsten wäre das schon okay. Was aber auch noch ein Nachteil bei DevPro ist, dass man, wenn man einen Fehler macht, einen Missklick oder irgendwas, ja, dass der einfach nicht wieder verbessert werden kann. Ja, sprich, man hat es gemacht und fertig. Ja. Ein Fehler ist ja ein Fehler, wie ein Missplay. Wie auf einem Turnier eigentlich. Nein, ich rede nicht vom Missplay, ich rede vom Missklick.
Ja? Ja, wenn ich aber Missklick mache. Ein Missklick, aber wenn du es dir vorstellst, ist ja wie wenn du aus Versehen ausspielst, oder nicht? Nein, weil du hast dann nämlich noch Zeit, das zurückzunehmen. Ja? Es ist so geholt, dass du noch deine, wenn du das sofort wieder zurücknimmst, sagst, es ist war gerade ein Ding, dass ja. es nicht gezählt wird. Ja, es ist so und es kann aber davon nicht passieren, sprich dann ist das ganze Game im Arsch, wenn es halt wirklich so ist. Ja, ja, also ich würde sagen, was ich jetzt befürchte, wenn bei Dueling Network die Bilder weg sind, wieso sollten die bei Death Pro bleiben? Ne? Also ich würde mir da vorstellen, dass da bald auch die Bilder weggehen. Ne? Also ich meine, wo ist da der Unterschied? Ja, für die nächste Zeit halt. Für die nächsten Wochen haben wir Death Pro. Wir haben ja sonst keine andere Alternative. Deswegen müssen wir Death Pro und Zukunft können wir ja noch weiterschauen. Ich denke, dass Konami, also falls Death Pro keine Rechte auf die Bilder hat oder keinen Deal mit Konami haben, dass sie wahrscheinlich auch machen werden, weil Konami einfach wahrscheinlich nicht will, dass online gespielt wird und dass sie einfach ihre eigenen Karten verkaufen. Ja. Ist für uns als Spieler schlecht, weil wir keine Decks testen können, aber von Konami gut, weil wir dann die Karten kaufen müssen. Ja. Vielleicht macht eventuell Konami auch ein Online-Game, was ich vielleicht gut heiße. Vielleicht auch mit Geld oder ohne Geld, man weiß es nicht. Oder vielleicht machen sie auch gar nicht, einfach nur halt deswegen, ja, dass sie einfach halt dieses Online-Spiel einfach zerstören wollen und nur auf Real Life gehen und auf Karten verkaufen alles. Ja. Es muss doch jetzt so sein, entweder bei beiden gibt es Bilder oder bei beiden gibt es nicht Bilder. Es kann doch jetzt nicht, sag ich mal, ein Dauerzustand sein, dass jetzt bei dem einen die Bilder wegkommen und bei dem anderen die Bilder bleiben. Vielleicht haben die sich geeinigt. Ja. Ich glaube, da steckt noch viel mehr Politik dahinter. Ich glaube sogar, dass Konami irgendwie Dueling Network die aufkaufen wollen. Erstmal haben sie die fertig gemacht. Die werden immer weniger Mitspieler haben. Und irgendwann wird dann, kann ich mir gut vorstellen, dass Konami sagt, hey, wir geben euch so und so viel Geld, wir übernehmen euch. Und dann sagen sie, ja, wir können sowieso nichts machen. Dann hat's Konami, verstehst du? Das wäre eigentlich politisch. Genau dasselbe machen wir mit Dennis, dem Leiden und Team Gagnagok. Wir nehmen ihn systematisch auseinander. Diss-Tracks und so, alles kam schon, das habt ihr alles live gesehen. Die haben seine Karriere beendet. Also es kann echt gut sein, dass da eigentlich viel mehr dahinter steckt zwischen Konami und den ganzen Online-Gamers. Wie man weiß, ist auch, glaube ich, Yu-Gi-Oh! Pro und Death Pro länger als Duel Network. Vielleicht haben sie es auch deswegen ausgeschaltet und vielleicht haben die auch eine Übereinkommen mit denen. Man weiß es ja alles gar nicht. Ja, was? Länger. Yu-Gi-Oh! Pro und Death Pro ist länger als Duel Network. Echt? Nein, andersrum. Echt jetzt? Okay, dann... Network ist das allererste. War das allererste? Okay. Welchen Vorteil hätte, sag ich mal, wenn Konami Dueling Network kaufen würde? Welchen Vorteil hätte das für Konami? Alter, du hast eine eigene Plattform. Du weißt schon, für die Internetseiten und so, dafür kriegen sie auch alles Geld. Ja, aber das wenn ist zum Beispiel die Leute weniger kaufen und mehr online spielen. Wenn zum Beispiel die Leute weniger Karten kaufen und online spielen, rentiert sich das mehr für Konami? Ich weiß es nicht. Also das, sag ich mal, dann wird der Kauf vielleicht ein bisschen zurückgehen. Also genau wissen jetzt natürlich nicht, sind alles Spekulationen, aber es geht darum, Dueling Network gehört dann dir. Du zahlst nur einmal Geld und sowas, halt, was so viel Potenzial hat, gehört dir. Darum geht's. Das ist für einen Unternehmer immer gut. Vielleicht machen die es kostenpflichtig. Genau, kostenpflichtig für ein bisschen Geld. Ja, aber wieso haben es dann noch nicht gemacht? Also wir leben hier in Deutschland, nicht in Tunesien. Deswegen hier, gesetzlich dauert es immer viel länger, bis alles durchzusetzen. Das kann sich über 2-3 Jahre locker hinziehen. Also, Konami hat die Bilder von Dueling Network rausgenommen, ja, und bei Dueling Network ist, glaube ich, ein Rückgang von Spielern, was krass ist. Also, offensichtlicher kann es doch für Dueling Network nicht sein, dass sie das einfach an Konami verkaufen würden jetzt dann, oder nicht? Ja. Und es ist schon ein paar Wochen her, oder? Also, so langsam kann es, glaube ich, nicht ablaufen. Also, was das jetzt Konami DN übernimmt? Ja. Ja, sag ich ja. Ja, aber warum dauert es so lange? Ja, die verhandeln jetzt. Der sagt, ich gebe dir so viel, er sagt, nein, ich will mehr und so. Das ist alles Taktik, alles Politik. Glaube ich nicht, da steckt viel mehr dahinter. Ja, das war's von uns. Erzählt ihr mal, wo ihr spielt gerade momentan, was ihr besser findet, ist klar. Wünscht euch ein Konami Dueling Network oder was auch immer. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare rein und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist serious business. Ich wollte noch sagen, Death Pro. Man kann es doch melden. Wenn es irgendeinen Fehler gibt, dann schreibt man die an, dann checken die das Ruling und danach beheben die den Fehler. Wenn es offensichtliche Fehler wie mit Dante ist, die beheben das. Das Problem ist, wir müssen es dort melden. Ein Problembericht schreiben.
Dann gibt es. Wo meldet man das? Irgendwo steht dort Hilfe oder so oder Einstellungen. Da gibt es ein Support-Team und dann die schreibt man an. Habe ich nicht gewusst, können wir mal versuchen, vielleicht bringt es ja irgendwas. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es so ist. Dann wäre Deathbrow auf jeden Fall Nummer 1 in dem Online-Spiel. Wir werden sehen. Danke euch und genau. Wir haben ab Sonntag haben wir unsere TBT-Liga wieder zurück. Ja, am Abend. Wir werden die wahrscheinlich auf DevPro machen, vielleicht aber auch immer noch auf Tool Network, wir wissen es nicht. Sagt ihr, was ihr besser findet, ja, da können wir es ändern, da können wir es können wir auf die Plattform gehen. Ja, ein Kommentar, hey DevPro oder Hashtag DN, Hashtag DevPro, ja. Dann sehen wir es. Ihr entscheidet, ganz einfach. Danke euch. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.